Ah, Sommer in der Stadt. Einfach mal in der Sonne sitzen und die Beine lang machen. Ja, das geht auch auf der Theresienwiese zunehmend besser. Das Kreativkollektiv Point of No Return bietet hier noch bis Ende Oktober Workshops an, in denen Münchnerinnen ziemlich bequeme Liegestühle bauen können. Das Material, ein paar Dachlatten, alte Surfsegel, und die bleiben hier und werden nach und nach die ansonsten ja doch ein bisschen leere Theresienwiese bemöbeln. Wir sind das Kreativkollektiv Ponre. Wir sind junge angehende Architektinnen und Architekten und wir bauen dieses Jahr die Urban Chair Machine. Und an diesem Pavillon finden Workshops statt. In diesen Workshops kann man als Stadtbürger oder Stadtbürgerin mit uns zusammen Sitzmöglichkeiten für die Theresienwiese bauen. Und diese Sitzmöglichkeiten sind so kleine Liegestühle, kleine Hocker, die aus Dachlatten und alten Windsurfsegeln hergestellt werden. Und das Konzept ist so, dass diese Sitzmöglichkeiten dann auf der Theresienwiese stehen bleiben und sozusagen als ja, öffentliches Sitzmöbeljahr sich hier sukzessive ausbreitet. Schicke Stühle und ein ziemlich lässiges Projekt. Und ich kann euch sagen, die Teile sind auch ganz schön bequem. Schick sind sie auch. Am Ende der Aktion werden diese Stühle hier auf der Theresienwiese versteigert. Alle Infos dazu auf münchen.de.